Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Es ist Zeit für den Mini-Boss-Kampf. Warte mal. Das ist gar kein Mini-Boss-Kampf. Das ist nur eine ganze Reihe von Verteidigern. Hier zwei direkt frontal, dann ein Gehilfen. Und dann noch. Tut mir leid für die falsche Ansage. Konnte ich ja nicht ahnen, dass das dämlich ist. So, Real Rabbit Yosh kann natürlich direkt mal vorströmen. Stürmen. Und hier ein bisschen Rasereischaden rausholen. Das macht er natürlich sehr, sehr gerne. So, Real Rabbit Yosh. Wir müssen jetzt erstmal auf Marios Bewegungsfreiheit gucken. Die Frage ist, opfern wir jetzt Real Rabbit Yosh dafür, dass wir einen Teamsprung machen können? Und wir stellen jetzt in die Mitte. Das ist jetzt zwar Opferung auf dem höchsten Niveau, aber ne, man muss ja auch irgendwie Schaden machen. Ne? Das ist ja nun mal so. So, dann kann Mario sich auch direkt hinter die beiden stellen und ist bereit, auf diese zu feuern. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir den Honig rauskriegen. Sehr, sehr schön. Honig haben wir somit bekommen. Und nun kann auf den Gehilfen da hinten geschossen werden. Bada bang. So, und dann versuchen wir hier nochmal. Deckt sich halt, dass wir besser den Gehilfen treffen können. So, allgemeine Schadensminderung wäre natürlich jetzt besser für. Komm, wir machen Hellensicht an. Dann können wir die in den Rücken schießen. Und ja. Ich würde sagen, wir schwächen mal die Gegner, damit wir nicht ganz so viel Schaden reingedrückt bekommen. Und dann gucken wir mal. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, sehr, sehr schön, Heldenschuss. Und der zweite kriegt auch einen Heldenschuss, ist raus. Es ist ganz in Ordnung. Natürlich ist es nicht gut, dass Real Rabbit Yosh jetzt so viel Schaden reingedrückt bekommt, aber so ist das momentan halt. Er kann ihn nicht umbringen, oder? Er kann ihn nicht umbringen. Oh. Das war ja mal close. Wir brauchen definitiv Deckung. So. Ihn nehmen wir aus dem Spiel. Oh Gott. Wir können nicht schießen. Nicht ganz so schön. Dafür können wir dashen. Und zwar mit Real Rabbit Yosh. Und damit haben wir den Gehilfen dann auch aus dem Weg geschafft. Und ist natürlich die Frage, auf wen wir gehen. Ich glaube, Real Rabbit Yosh schießt ihm jetzt mal hinten in den Rücken, um da ein bisschen Schaden rauszuholen. Und dann platzieren wir Mario, wie es uns am besten passt. So! Jetzt einmal das Ratatatata. Leider kein Stein. So, Mario. Kann nicht mal einen Teamsprung machen. Aber dafür können wir den hier einfach mal weghaben. Ich hätte halt noch Rasereischaden machen können, ne? Aber habe ich jetzt halt vergessen. Deswegen stellen wir Mario komplett in die Öffentlichkeit und wir kriegen keinen Sprungschaden. Und die Batterieladung lässt nach. Das hätte ich mir jetzt irgendwie besser durchdenken können. Aber gut. Die zwei Verteidiger werden wir wohl auch noch abschaffen können. Achso, wir haben natürlich jetzt ein Schild vor uns gestellt, ne? So. Wir gucken jetzt erstmal, ob Real Rabbit Yosh hier ein bisschen Vampir rausholen kann. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Lebensregeneration. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier die Vampirchance kriegen. Kriegen wir natürlich leider nicht. Deswegen können wir nicht die Leben von unseren Helden wiederherstellen. Aber Real Rabbit Yosh kann dem Verteidiger nun den Garaus machen. Sehr, sehr schön. Das war doch mal perfekt. Das würde ich aber auch so sehen. Das haben wir wirklich sauber runtergespielt. Ja, und da wartet schon Bowser Jr. auf uns. Okay. Okay.
Gratulation. Du bist jetzt Professor Eggman oder Dr. Eggman. Das erinnert mich jetzt echt komplett an Sonic. Robo Junior, Juniors Lieblingsspielzeug. Besiege den Miniboss. Miniboss, weil Bowser Junior so klein ist. So. Die Frage ist, wie können wir ihn attackieren? Wir haben zwei Walküren, die ihm aushelfen und 2000 Kraftpunkte. Er hat den Magnetpanzer und hat Nahkampf und den Wächter. Warum darf er anfangen? Ach so, er ist immun. Ah, ich habe überlegt. Wie ein Grobian, ne? Dann kann Mario sich ja schon mal in Sicherheit bringen. Ich meine, der geht gleich auf uns los. Vielleicht gegen die Walküren die Heldensicht verwenden. Wieso macht denn das weniger Schaden? Das verstehe ich nicht. Hau mal raus. Geht's noch lächerlicher? Boah. Leute. Das sieht nicht gut aus für uns. Wir können ihn natürlich auch nicht dashen, wenn wir jetzt angreifen, sind wir auch erledigt. So, wenn wir uns aber ein bisschen verteilen, von hier sollten wir einen Schuss auf ihn rausbekommen. Ist halt einfach ein großer Grobian. Die Walküre nimmt natürlich die ganze Zeit Schaden. Einen hellen Schuss, den kriegt die Walküre natürlich auch ab. Noch einen hellen Schuss, dann soll die Walküre aus dem Spiel sein. Aber Bowser Junior steht direkt vor unseren Toren. Ja. So, jetzt ist nur eine Walküre am Leben. Und wir können nicht mehr viel machen. Und ich glaube, das sieht nicht gut aus für uns. Obwohl, er geht auf Mario und nimmt ihn ganz locker aus dem Spiel. Wir haben nicht genug Bewegungsfreiheit. Das sieht nicht gut aus für uns. Überhaupt nicht. Wir müssen, ich glaube, wir müssen am Anfang einfach die Walküren bauen. Ich weiß natürlich nicht, wann Gegner neu spawnen. Das werden wir jetzt bald herausfinden. Aber wir müssen halt einfach versuchen am Anfang. Ach, kein Stein! Das bringt natürlich absolut gar nichts. Ja. Je nachdem, wann er neue Gehilfen bekommt, sozusagen, müssen wir das ein bisschen abpassen. Und vielleicht zuerst versuchen, auf die Walküren zu gehen. Ja. Ja, das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus für uns. Da können wir jetzt der Walküre schaden? Können natürlich auch versuchen, ein bisschen Leben rauszuholen. Ich weiß nicht, wie weit der Wagen kommt. Ich glaube erst dann noch nicht. Also wir müssen uns da gar nicht hinter Deckung stellen, ne? Ich mache trotzdem den Fehler. Ja, nicht gut.
Dann schwächen wir jetzt unseren Gegner nochmal. Oh. Jetzt haben wir doch eigentlich gute Karten gegen ihn, oder? Ich meine, jetzt haben wir von hier 100%. Die Frage ist, ob er drei Stages hat, dann flippe ich aus. Könnte jetzt ein ziemlich langer Kampf werden. Außer er kann uns direkt weghammern. Oh nein! Wie weit kann der sich denn bewegen? Und damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Damit habe ich nicht gerechnet. Joa, die haben wir sehr, sehr gut verloren, die Schlacht. Ja, Rabbit Josh traut sich da nicht mal hinzugucken. Ach, das war nicht ganz so erfolgreich. Wir müssen uns da, ich glaube, wir stürzen uns jetzt erstmal, das nächste Mal stürzen wir, glaube ich, erstmal auf die Walküren, um da die Gefahr zu bannen. Aber immerhin haben wir einen Kampf in diesem Part gewonnen und damit... Tut mir leid, und damit können wir diesen Part nun auch beenden. So, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist das nächste Mal wieder bei Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Tschüss!